Hallo, mein Name ist Henry Lüpperstedt, ich bin Redakteur beim Stern und ich kümmere mich dort um den Ratgeber Grillen. Wir werden uns heute mit den großen Fleischstücken beschäftigen. Das sind so große Fleischstücke, dass sie auf einen normalen Grill nicht mehr raufpassen würden. Wir brauchen dafür einen speziellen Grill, einen Smoker. Die Amerikaner nennen das ja auch Barbecue. Also große Fleischstücke bei wenig Temperatur über lange Zeit gar machen. Jemand, der sich damit auskennt, steht neben mir. Rob Reinkemeyer, er ist Neuseeländer, seit 1998 in Deutschland. Er ist Koch und er betreibt hier einen Catering-Service, einen Barbecue-Catering-Service. Also sein täglich Brot ist richtig große Fleischstücke lecker, lecker zubereiten. Sehr lecker. Wie das geht, wird er uns zeigen. Wir haben zwei verschiedene Sorten da. Ja? Wir haben die Hausschwein-Spirit und wir haben ein Wildschwein. Achso, wieder vom Wildschwein. Ja. Man fragt sich immer, warum, wenn da so wenig Fleisch dran ist, warum muss das so lange in dem Smoker sein? Das ist eine Muskulatur, but we say in English, sehr viel Connective Tissue. Ja. Na, diese Verbindungsgewebe. Ja. Und diese Verbindungsgewebe gar zu kriegen, in Saat zu kriegen, das braucht Zeit. Also das Bindegewebe auflösen. Ja, auflösen, du hast diese schöne, saate, hammergeile Fleisch. Das good things take time. Alles klar. So, jetzt müssen wir, um das vorzubereiten, müssen wir gar nicht viel tun. Nein. Sondern? Du kriegst dies eigentlich von der, wenn du gehst zu der Fleischer, du bestellst, ne? Ja, Spare Ribs. Genau. Ne? Jeder Fleischer versteht das und kann das. Ja. Das ist ein kleiner Tipp, was man muss echt aufpassen, von den Profis. Und das ist diese sogenannte Silberhaut abnehmen, das hier hinten. Du gehst rein, ja. Ne? Da siehst du schon eher. Ah, okay. Ne? Und das, du siehst, wie elastisch und wie zäh das ist. Und wenn du hast ihn nicht weg, hast du nicht. Okay, die Haut muss runter, weil es sonst wirklich zäh wird. Ja, genau. Das kann man ja gar nicht kauen. Aber du kannst sehen, ich kann eher ziehen. Ja. Und das ist. Ja, wir können eine Waffe da drauf bauen. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir unserem Schwein zu mehr Geschmack verhelfen. Und das machen wir mit einem Rub. Genau. Rub kommt von einmassieren. Genau. The English rub is massieren. Okay. Where we rub, massieren die Gewürze rein into the Muskulatur und into the Fleisch. Genau, das ist also ein Trockenrub. Ja. Der wird aus verschiedenen Gewürzen hergestellt. Genau. Kann man ja alles selbst machen. Mhm. Und wir machen einen ganz klassischen Schweinerub aus der Amerika. Ja. Ne? Mit sehr verschiedenen Zutaten. Okay, was haben wir denn da? Fangen wir mal hier an. Das ist Cayenne-Pfeffer, ja. Ne, das wir benutzen. Sehr scharf, wunderbar. Hier haben wir Zwiebel, ne, getrocknete Zwiebelgranulat. Mhm. Hier haben wir Meersalz, spanische Paprika, heißt Nori-Paprika. Okay. Das ist die klassische, normale Paprika. Und was ist das? Das ist die 008 geheim Pfeffermischung. Was ist da alles das drin? Das entsteht aus 8 verschiedenen Pfeffersorten. Und nur für die Sternleute heutzutage verrate ich das Rezept. Ne? Und dich nicht töten. 8 verschiedene Pfeffersorten? Welche sind das? Ja, haben wir hier. Wie ganz klassischer. Das ist die Original-Pfeffersorten, was wir nach Europa für tausende Jahre hier rübergebracht, transportiert, die sogenannte Langpfeffer aus Thailand. Dann haben wir hier Paradieskorne aus Nordafrika. Dann haben wir Mönchpfeffer aus dem Mediterranean. Hier haben wir grüne Pfefferkörner getrocknet. Aha. Die klassische schwarze Pfefferkörner, weiße Pfefferkörner. Das ist eigentlich gehört als rosa Pfeffer, aber es ist keine Pfeffer. Sondern? Echte Pfeffer, das ist eine Obst, ein Berry. Ne? Oh ja, okay. Das ist Pink Pepper Corns. Ja. Und das ist, weil ich bin Neuseeländer, Tasmanian Pfeffer. Ja. So, jetzt haben wir die einzelnen Gewürze hier. Wie kriegen wir denn die zu einem Rub? Wie wird das gemacht? Noch ein Geheimnis, das wir will lüften. Ah ja. Und hier haben wir die Caveman-Variation. Ja. Na? Passt zu dir. Der Mose, Stefan, sehr gut, aber arbeitintensiv. Na? Wenn du willst ein Gefühl für dein Gewürz kriegen und diese Art Sachen, ist das wunderbar. Aber du bist stundenlang, na, dann musst du unter deinen Mittelpunkt kommen. One mit deinen Gewürzen. Ja, vielen Dank. Ja, ist alles klar, aber. Dann haben wir die nächste Variation, was ich gerne Omas Kaffeemühle. Ja. Funktioniert super hammergeil, sehr viel schneller, alle Gewürze da rein und einfach drehen. Dann hast du dein kleiner Rub schon fertig in der Tasse. Ja. Dann kommen wir into der moderne Seite, Nachsteinseite. Ja. Und wir haben eine. Ach, die 70er Jahre, wunderbar. Ja, das ist gut, macht eine wunderbare Mischung.
aber wir sind ne, Jahr 2000. Mhm. Ne? Wir gehen für the Tim the Toolman Taylor It's Super Duper Gewürzmischer. Yes! 1300 okay. Watt mit unserem Rezept. Reinkommen die Gewürze. Und wir haben sie fertig in 15 Sekunden. So. Der Meersatz, die Ordnung ist egal. Ja. Unsere Zwiebel. Cheyenne Pfeffer. Cheyenne in Deutsch, Cayenne Pfeffer in Englisch. Eine meiner geheimen Pfeffermischung. Noch ein zweiter dazu. Okay. So. Und dann eine der normalen Paprika. Und die Nori-Gewürz. Mhm. Und Attacke. Fünf Sekunden. Boah! And we have a serious rub, guys. Okay, rub schön von oben streuen, damit das gleichmäßig ist. Genau, that we have keine Punkt, wo alles ist, ne? Ja, genau. Und nicht vergessen die Seiten auch, nicht nur, ne? Ja, die würde man schnell vergessen, wenn man denkt, das ist so dünn. Weil hier ist wieder, na, das ist die Schnitt von der Muskulatur und der Gewürz wird da reingezogen. Na, wenn du hast ein bisschen... Also ein bisschen mehr Liebe dafür aufwenden, um das richtig zu würzen. Und auch hier gilt, damit das einziehen kann, am besten noch mal in den Kühlschrank. Genau, einfach über Nacht lassen, das ist besser, wenn du machst das den Tag vorher. Ja. Auch ein kleiner Tipp von den Profis, nicht direkt aus dem Kühlschrank into the smoker. Genau, da ist der Stress für das Fleisch viel zu groß. Das ist nicht nur mehr on the stress, es ist einfach diese Kerntemperatur. Ja. Na, bring ihn raus, lass ihn auf Zimmertemperatur kommen. Ja. 2-3 Stunden bevor du fängst an, du kannst ihn ruhig raussetzen, die Muskulatur kommt auf Zimmertemperatur. So, now, sollen wir meine Wildschwein-Rippchen fertig machen. Wir machen die Wildschwein-Rippchen nicht so traditional. Das ist die traditional südamerikanische Art mit der Paprika, der Zwiebel. Hier, einfach. Ausgelöst, du siehst schon, die Fleisch von der Wildschwein ist etwas dunkler in der, in der Bauumgebung. Hier hinter mir haben wir für die letzte, haben wir die Pflaumen, die sogenannte Fettschicht, die ist hier an der Magen, in die Baudecke aufgelöst. Habe ich das langsam geschmort, at 80 Grad, die letzte 2 Stunden. Dazu habe ich ein bisschen Koriander, Salz, Pfeffer und Australian Bush Thyme, du siehst schon, der hat ein wunderbares Aroma. Wow. Und dann können wir eigentlich na, ganz großzügig hier rein Pinsel. Fett, wir will ihn nicht wegschmeißen. Ja. Und davor benutzen wir ihn. Der hat ein unglaublich cooles Aroma. Das, ja. Dann gehen wir hier. Und jetzt kommt das Aroma. Ja, der ist schon da dran, aber das ist niemals genug. Das ist okay. Dann gehen wir einfach vom, von oben nochmal. Also zögerlich darf man dann nicht sein. Nein, nein, nein. Wenn schon, denn schon, oder? Mehr Salz. Mehr Salz. Sehr grobkörnig. Genau. Und jetzt kommt nicht der Black Pepper, schwarzer Pfeffer. Und dann nochmal an die andere Seite. So, wir sind fertig. Dann kannst du auf den Grill. Ja, super. Gut. Okay. McKay, Ribs sind fertig. Okay. Der Unterschied zwischen Grillen und Barbecue liegt in der Temperatur. Beim Grillen liegt das Fleisch direkt über den glühenden Kohlen. Ihm wird mit gut 200 Grad dort ordentlich eingeheizt. Das ist perfekt für flaches Grillgut. Beim Smoken hingegen kommt das Fleisch mit der Glut nicht in direkten Kontakt. Es wird durch die heiße Abwärme des Feuers langsam gegart. Der Smoker funktioniert sozusagen wie ein Umluftofen. Mit dieser Methode lassen sich auch große Fleischportionen von über 2 Kilo Gewicht gut garen. Das eigentliche Geheimnis des Smokens liegt in der niedrigen Temperatur von um die 100 Grad. Nur bei dieser Temperatur wandelt sich das zähe Bindegewebe in Gelatine um und das im Eiweiß gebundene Wasser bleibt dort, wo es ist. Appetitlicher ausgedrückt, das Fleisch wird sehr zart und bleibt sehr saftig. So, jetzt gehen unsere Spare Ribs für die nächsten 5 Stunden schön auf den Apollo Water Smoker.
110 Grad. Unsere Spare Ribs müssen jetzt nach circa 3 Stunden mit Apfelsaft besprüht werden, sodass sie von außen eine leichte Süße erhalten und ein bisschen karamellisieren. Das Besprühen wiederholen wir alle halbe Stunde, circa für 2 Stunden. Fünf Stunden sind um, jetzt können wir unsere Spare Ribs vom Grill nehmen und verzehren. So sieht das fertige Produkt aus. Fünf Stunden. Die Spare Ribs, fertig. Ist das Schwein tot? Das ist ganz tot. Schwein tot. Zweimal. Mhm. Mal gucken hier. Bisschen Wildschwein. Bisschen Wildschwein. Mhm. Kann man essen, wie mein Schwager immer sagt. Aroma ist gut. Sehr gut. Doing my little Wildschwein und Hausschwein Pyramide. Ich gehe wieder an den Grill. Chicken. Da. Sehr schöne Fleisch. Aroma ist wunderbar. Na, weil ich bin so ein dünner, verhungerter Junge, das ist meine Portion. Jungs, ich habe keine Ahnung, was du isst, aber guten Appetit.